Der Eisenbahnhersteller Alstom in Stendal kann einen kleinen Meilenstein feiern. Der 100. modernisierte Doppelstockwagen für die Landesnahverkehrsgesellschaft in Niedersachsen wird ausgeliefert und künftig zum Komfort der Fahrgäste in Sachsen-Anhalts Nachbarbundesland beitragen. Projektmanager Oliver Meiringer erklärt, was sich für die Fahrgäste ändert. In Stendal modernisieren wir insgesamt 169 Doppelstockwagen. Wir haben mit dem Projekt 2021 angefangen und wollen das Projekt bis Mitte 2026 abschließen. Bisher gab es in den Wagen keinen Fahrgast-WLAN. Es gab bisher auch keine Videoüberwachungsanlage. Wir werden im Rahmen der Modernisierung WLAN nachrüsten, neue Fahrgastsitze für verbesserten Fahrgastkomfort sorgen. Barrierefreiheit ist auch ein großes Thema. Für die Barrierefreiheit rüsten wir zusätzliche Blindentaststreifen nach, als auch zusätzliche Taster mit einem taktilen Klickton. Das bedeutet, dass Fahrgäste einfacher in den Zug einsteigen können. Um das Fahrgasterlebnis zu verbessern, rüsten wir zusätzliche Bildschirme nach. Das bedeutet, dass im Rahmen von Scheibenmonitoren zusätzliche Informationen an den Fahrgast gelangen. Das bedeutet, er kann dynamische Veränderungen der Fahrpläne schnell und einfach erfassen.